Ah, sie hat Nahrung gefunden. Das gefällt mir nicht, dass du da in den Süden willst. Also ja, ein Vorratszelt muss auf jeden Fall her. So, hierher. Dann können wir nämlich Bier holen. Also Bier und Nahrung. Nach da unten schaffen. Ah, wo ist unser zweiter Bauarbeiter? Ja. Ihr baut mir bitte das Ding da schnell fertig. Drei Holz, ein Leder. Na, das dürfte schnell gehen. Da werde ich einen von euch beiden halt mal kurzzeitig... Obwohl, ich werde einen meiner beiden Träger, wahrscheinlich den vom Bierbrauer oder den vom Bäcker, kurzzeitig mal schnell zum Händler machen, damit er mir 20 Nahrung da einlagert. Oh, sie holen Holz von ganz da oben. Auch gut. Du brauchst Schuhe. Achso, du bist mein Schäfer. Was ist mit dir jetzt? Ach, da bist du. Ja, Jägerzelt steht schon eine Weile leer, weil wir erst unseren Schäfer trainieren müssen. Jo, Goldschmied ist bei der Arbeit, also Goldschürfer. Vorratszelt wird errichtet. Und ja, wie ich gesagt habe, das Wohnzelt hier von unserem Fischer füllt sich selbstständig mit Nahrung. Schuhe sieht noch okay aus, ja. So, für Leder werdet ihr wahrscheinlich wieder da hochlatschen müssen. Oh, du bist erstmal hungrig, du gehst essen und schlafen, nehme ich an. Jupp, flupp. So, unser Vorratszelt wächst. Weizen kommt auch langsam wieder.
Ja, allein dadurch, dass der Müller jetzt halt lange Wege gehen muss, um sein Mehl einzulagern im Hauptlager. So, Goldsucher ist erfunden worden. Die Goldschmiede passt hier leider aber nirgends hin. Sondern nur hier hin. Ja, okay. So, du bringst Leder. Du baust ein Holzfällerzelt. Okay. Das heißt, ich brauche einen zweiten Holzfäller. Okay, sie schafft es auf jeden Fall, Möbel von hier unten zu holen. Das war ja auch so eine Sorge, die ich hatte. Du wirst mal kurzzeitig Händler. Ich hoffe, du packst jetzt das Mehl nicht nach draußen. Nein, gut. Arbeitest zwischen hier und hier. Und ich verlange... Wo ist die Nahrung? Nahrung, Nahrung. Nahrung. So, du bist erwachsen. Ah, Moment, wo ist denn unser Eisenschürfer? Hier? So. Da kommt die erste Nahrung an. Das heißt, sie kann bald kochen. Ohne zu weit darüber zu gehen. So, du kannst trainiert werden. So, stellen wir den mal auf 4, dass wir 10 Wolle zusammenkriegen oder 11. Mal sehen, wie viel es wird. So, weil du kriegst jetzt auch dein Level Up. Beziehungsweise deinen Meisterbrief. Und wir können direkt nördlich von dir eine Webstube hinstellen. So, ich hoffe, du nutzt jetzt die Nahrung hier im Vorratszelt, anstatt dass du irgendwo in die Pampa läufst. Weil wir kriegen gleich noch eine zweite Ladung. Dann müssen wir wieder gucken, dass unser Bäcker
wieder seinen Träger kriegt. 20 Nahrungseinheiten werden eine Weile reichen. Wäre schön, wenn sie aufhören würde, nur rumzustehen, sondern auch was machen würde. Ja, ich meine dich. Da ist Nahrung im Vorratszelt. Diese Nahrung kannst du nutzen. Na also. Speermacherei steht schon lange leer. Was für ein Problem hast du? Ja, du arbeitest. Schnapp dir ein Schaf und schere es. Da steht ja schon eins. Gut. Du sorgst für Essen, das ist auch gut. Na, na. Du bedienst dich nicht aus unserem Lager. Du hast jetzt Essen zu Hause, also ist das... Du scherst ein Schaf, was schon geschoren ist. Sehr gut, sie essen zu Hause. Während du kochst. Gut. Da wird unser zweiter Holzfäller gerade... Tut unser zweiter Holzfäller gerade heranwachsen. So, du jagst wieder. Weil wir brauchen Leder. So, du musst auch jetzt schon Pilze einlagern. Das ist für dich auch gut. So, und du kannst langsam mal Goldschmied werden. Na Goldnuggets hast du jetzt schon da genug eingelagert. Wäre blöd, wenn du anfängst, sie im Hauptlager einzulagern. Was baut unser zweiter Bauarbeiter eigentlich gerade? Zweifamilienhaus. Welches das da ja? Na gut, wenn du mit dem... Mit der Goldschmiede fertig bist, kannst du erstmal die Eisenmine bauen, bitte.